So, was seht ihr da für ein tolles Bild? Das ist das Ölschauglas der FZ. Haben auch andere Maschinen. Meines Wissens gibt es eigentlich eher zwei Methoden, Öl zu kontrollieren. Entweder Ölschauglas oder Ölpeilstab. Wir haben hier ein Ölschauglas. Und wo der Marvin jetzt gerade drauf hält. So, ich halte jetzt die Maschine mal gerade. Sieht man das, dass Öl fehlt oder ist es voll? Marvin, was sagst du? Sieht nichts. Okay, dann wird sie voll sein. Ich kippe jetzt die Maschine mal leicht und dann wird man wahrscheinlich sehen, ja, okay, dass Öl fehlt. So, und so müsst ihr kontrollieren. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es keinen Unterschied gibt, weil die Maschine leer ist. Ich kippe die jetzt mal gerade. Ja, Hauptständer auch hier wieder empfehlenswert oder Montageständer. So steht die Maschine gerade und fehlt jetzt was? Nein. Also Öl stand perfekt. Wir haben zwar eine Ölwarnleuchte, aber auf die sollte man nie, achten würde ich nicht sagen, aber die sollte man nie als Referenz nehmen, weil wenn die leuchtet, dann ist eigentlich eh schon was ganz arge. So, wir haben jetzt gerade gesehen, wie das Öl kontrolliert wird unten an einem Schauglas. Jetzt würden wir mal Öl nachfüllen wollen. Dafür haben wir hier oben diese Öleinfüllöffnung. Dann packen wir uns den Deckel weg. Würden die Maschine hier jetzt halt gerade stellen. Und dann unser Öl, beispielsweise 20W40, hier halt reinkippen. Idealerweise mit einem Trichter. Ich kippe hier oben stufenweise rein. Das heißt also mal einmal eine Portion rein, Öl weg, warten, eine Minute, halbe Minute warten, je nach Viskosität. Und dann im Ölschauglas wieder kontrollieren, dass wir nicht zu viel Öl drin haben. Zu wenig Öl kann man nachfüllen, zu viel Öl wird schwierig.